Einfach so. Das heißt, man tut so, als ob das eigentlich ein Körper wäre. Dann, so ein Fluchtpunkt, ja. Genau, dass man so eine Art Fluchtpunkt. Man kann aber auch sagen, man macht eine parallele Linie, also dass man sagt, nur in diese Richtung meinetwegen. Zum Beispiel, ne? Dass man das hat. Genau. An so einen Punkt kommt, wo ihr den anderen in die Schere kommt, dann könnt ihr euch überlegen, dann macht ihr den Übergang. Kommt an. So, ich zeige euch jetzt nochmal ein anderes Cap. Das ist jetzt hier mit so einem rosanen Pünktchen drin. Kann man auch so kaufen. Das heißt Fat Cap, wir übersetzen es einfach in breite Sprühdose, breite Düse. Und das passiert, man sieht sofort, zack. Also braucht mehr Farbe, fängt auch sofort an zu laufen. Aber wenn die Dosen voll sind, dann hat man auch viel mehr die Gefahr, diese Nasen zu haben. Ich finde sowas nicht schlimm. So, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, je näher dran man ist natürlich, desto schneller und je näher dran, desto dünner ist die Linie. Wenn ich dieselbe Linie jetzt mal langsam mache, passiert das. Das heißt, das hier ist natürlich eine sehr beliebte Größe für Leute, die schnell sein wollen. Das ist jetzt ein bisschen schlampig, aber wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann man eben wirklich so eine Art Regenbogen, könnte man hinkriegen, kein Problem, könnte man schaffen. Man könnte eine Farbe zum nächsten ganz sanft übergehen lassen. Ja, also es gibt eigentlich immer so diese zwei Sachen. Fläche und eben die Linie bei der Dose. Und bei der Linie geht es eigentlich darum, dass man relativ zügig und sicher ist. Bei der Fläche wiederum hat man eigentlich alle Möglichkeiten, wenn man wirklich total rumeiern. Also ich bin CNL. Mehr sage ich nicht. Und ich unterscheide zwischen guten Graffitis, die eine Wand veredeln, und solchen, die sie verschandeln. Auch wenn dieser Kursus hier seinen Geist aufgegeben hat, will ich das mal weitermachen. Aber ich verrate nicht, ob ich an irgendeine Wand gehe oder das nur auf Papier mache. Was ich total gut finde, egal wie man das rumdreht, das ist immer das Ende. Egal ob von wo aus man geht. Das ist auch was, was man sich gerne anguckt. Also keine Schmeichelei, ich reagiere darauf. Weil ich nicht meinen Namen genannt habe, sondern nur dieses Kürzel, weiß ja keiner, wer ich bin. Ich bleibe also ein Nemo. Dieses N ist ja in dem CLN drin. Ja? Bin also ein Niemand und so ist es. Wenn man älter wird, wird man sowieso ein Niemand. Sollte es trotzdem vielleicht verschlüsselt einen Hinweis geben auf Klaus? Ja. Kann man ja was wegmachen. Sonst würde es mir. Man könnte ja KLM einfach nur machen. Schmeißt man den gerade raus? Hier ist KLM.
Ja, nehme ich. CLN. Ach, CLN. Ja? CLN nehme ich. CLN. CLN. Die Art habe ich gestrichen, weil das zu lang ist. Nicht, wenn man jetzt also hier nachts um 2 Uhr Galan reinschreibt, dann dauert das so lange, bis die Polizei da ist. Und wenn man bloß 2 Buchstaben macht, ist man schon wieder weg. Ja?